Hallihallöchen, willkommen. Na, sag mal, was ist denn mit dir los? Warum trinkst du denn aus der Tasse? Die Kamera läuft doch. Aber ich dachte, ich habe gedacht, das war falsch, ne? Oh. Aber eine geile Tasse. Aber Leute, die wollten wir doch erst nachher zeigen. Denn wir Upsi. haben nämlich ein Gewinnspiel heute mit am Start. Und Ja. dazu später mehr. Ja. Okay, da sind wir mal wieder. Leider eine Niederlage gegen Leverkusen eingefahren, aber Ja. vorab müssen wir natürlich darüber sprechen. Die Analyse Leverkusen muss einfach auch sein. Genau. Dann haben wir heute ein Derby-Fun-Fact, Freunde. Also bezogen auf Derby, Auf was Derby. ganz geil ist. Genau. Und ein exklusives Derby-Gewinnspiel. Okay, wir sind die Schärfsten, Wir sind oder? die Schärfsten. Aber Ah, wir hör sind auf, schon so ey. im Fieber auf dieses Hauptstadtderby. Ja, Ja. es schwebt die Wolke des Großstadt-Hauptstadt-Derbys Ja, über ja. Berlin. Und es wird sich dann zeigen, wer nachher dann die Hosen anhat. Der Stärkere ist auch. Wir haben ja Ja. zweimal leider gelost diese Saison. Ja, Pokal rausgeflogen. Und in der alten Försterei haben wir leider ja auch nicht gewinnen können. Aber jetzt wird Zeit, wa? Jetzt sind wir dran. Okay. Okay, aber Gut. lass uns vorab erstmal, Genau. Freunde, nochmal hier gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen. Wir dürfen die gar nicht so beleidigen, Nee, weil. die waren ja gut. Ja, also Spiel. Ja. Es begann eigentlich recht spritzig für unsere gute Hertha. Wir hatten nämlich schon in den ersten Minuten durch Mittelstädt und Darida. Mittelstädt hat am Tor vorbei und Darida wurde nochmal so geblockt irgendwie. Stimmt. Eigentlich gute Chancen. Und man dachte, okay, wenn es Hertha schafft, in der ersten 5 Minuten die Unsicherheit, die Unkontrolliertheit oder die ja noch nicht Gefundenheit von Leverkusen auf dem Platz Die auszunutzen, Heid. die Heid eben, die Heid auszunutzen, um in die Führung zu gehen. Ja. Dann wäre es doch geil, weil wenn Das wäre Hertha cool. erstmal führt, dann kommt meistens auch dahinter was Produktives. Richtig, dann haben sie auch die, naja, ich komme nicht drauf. Ja, da haben sie, da haben, Selbstbewusstsein, genau, da ne? ist das Dann sind sie, Selbstbewusstsein oh, da. jetzt, wir packen das, ne? Ja, Aber ja, ja. hat leider nicht geklappt. Nö. Nö. Und man sieht, dass wir dann auch kurz danach eigentlich immer mehr passiver wurden. Das Leverkusener Pressing war Deluxe. Also ich Ja, muss sagen, 1A. Leverkusen hat sich dann doch schnell gefunden. Ihr Aufbauspiel war professionell. Auch in der zweiten Reihe, es fehlten ja der ein oder andere Spieler bei Leverkusen, super aufgestellt. Und pressten ohne Ende. Ja? Also Ja. Hertha kam gar nicht zur Luft. Ja, also wenn sie hinten den Ball hatten, wussten ja nicht, wo sie abspielen Ja. sollten, weil sofort ein Leverkusener drauf ging. Dann war es so, ja, also Leverkusen presste, wir konnten nicht, 15. Minute, Schwolo wollte nicht mehr, konnte nicht mehr. Kaputt gegangen. Ja, Schwolo war kaputt. Er hielt sich da am Oberschenkel, hat sich Ja. dann auch hingesetzt. Als Zuschauer war ihm klar, ey, der Junge geht nicht mehr. Ja. Dann kam unser Freund Lotka, nicht Christensen. Wir waren erstmal verdattert, Erstmal, einfach. warum schon wieder nicht Christensen? Ja, Ne? ich hatte da irgendwie auch Ja. meine Probleme mit, habe aber recherchiert, Ja. ja, weil jetzt hatte man ja ein bisschen, bis man hier aufgenommen hat, Zeit. Und Maga hält einfach an Lotka fest, weil der mehr Spielerfahrung hat. Der hat jetzt auch schon 2 Spiele gestanden, hat in Ja. der U20 gegen England brilliert, war gut, ja. Ja. Und der ist einfach mehr drin, der Junge. Genau. Und Christensen war noch vor kurzem auch leicht verletzt. Das steht irgendwie auch noch im Raum. Und der ist noch nicht hundertprozentig wahrscheinlich fit. Jedenfalls kam Lotka und dann war es so, dass diese, ich sag mal, die verflixten 7 Minuten anbrachen. Nämlich, ich weiß nicht, 35. rum schoss dann Alario für Leverkusen das 1-0. Ja. Aber es war ein richtig schönes Tor. Ja. Weißt du noch, der hat den im Strafraum, war er einen Schritt vor Kempf, glaube ich,
angenommen, gedreht und dann gleich ins Angel. So richtig schön, ja. So, puh, da hat er, hätte gar keiner eine Chance. Also aus dem Fluss raus, ja. Das hat die Qualität von Leverkusen gezeigt, ja. Der Spieler von Leverkusen. Das war schon toll. Einfach ein tolles Tor. Ja, ja, Strich drunter, Bums, einfach geil. Mhm. Muss man einfach auch anerkennen. Ja. Was man nicht anerkennen muss, ist, dass schon kurz Zeit später das 2:0 fiel. Ja. Und leider auch wieder Kemp involviert war. Ich glaube, er wollte nach vorne, hatte im fast Mittellinienbereich den Ball verloren, weil er Hackespitze 1-2-3 machen wollte. Funktionierte nicht. Mhm. Daraufhin gab es einen Gegenkonter. Die Abwehr war nicht strukturiert, die war nicht klar bei der Sache, weil man dachte, man spielt nach vorne. Mhm. Und dann war auch Boyata einen Schritt zu langsam. Und dann hat hier, wie ist der Freund, das Gemüse? Ich habe schon wieder vergessen, Brokkoli haben wir gesagt. Ich gucke mal auf meine Klotte. Das war Kohlrabi. Nee, Bellarabi. Bellarabi, genau. Oh, so viel lustig. Kohlrabi haben wir genannt. Wir sind ja so lustig. Ja, Bellarabi, der übrigens Berliner ist. Und der schoss das 2-0. Man war jetzt so drauf, zu sagen, what a fuck day, what a fuck kick. Ja, und dann dachte man so, scheiße. Man dachte so, oh, Hoffenheim, man war ja, war das der Augenblick, wo mein Handy durchs Raum flog? 2-0, Handy voll fast im Fernseher, und dachte schon, oh, sprich ihn mal jetzt lieber nicht an. Ja, ein Lob an die Handy-Polsterung, also an dieses Klappding, was ich drumherum habe, gute Firma. Weil ich schoss das Ding Richtung DVD-Player. Aber auch mit einer Wucht, wo ich dachte, du kannst doch dein Handy, Mann. Oh. Ja, es war das Einzige, was in der Nähe war. Ja, er war fuchsteufelswild. Oh, war ich sauer. Ja. Ja, weil man hat ja gemerkt, wie die Passivität, ja. Das roch wieder nach Korkut-Game. Ja. Das war, obwohl die Jungs haben gekämpft, das kann man denen nicht aberkennen, ja. Aber es ist, nach vorne ging gar nichts. Leverkusen war dominant. Aber dann kam ja das 2-1. Ja. Durch Darida. 42. glaube ich, ne? Ja, irgendwas darum. Mitty von links rein hoch, überflankte die Abwehr auf die andere Seite. Darida gleich zack, bam, Aufpraller. Dings. Ja. Also schönes Tor, also so ein Auftipper. Mhm. War gut. Da hatte Darida auch echt jetzt mal langsam mal Glück gehabt. Ne? Der ist ja mal so der Pechvogel. Darida hat leider immer viel Chancen und leider geht nicht. Auch nicht so viel rein. Also. Aber es war ein schönes Tor auch. Und man hatte wieder, wie soll man sagen, die zweite Luft bekommen. Ja, also die Zuschauer zumindest. Und man dachte, da geht noch was vielleicht. Ja. Da kam der Biss ein bisschen zurück. Ne? Aber es hat dann im Endeffekt doch leider nicht gereicht. Ja. Aber. Dann war Halbzeit. Ja. In der Halbzeitpause will ich jetzt mal, bevor ich weiterrede, meinen Freund Robert Andrich mal erwähnen. Dein Freund? Ja, ich muss den erwähnen. Ich wollte es eigentlich. Erstmal, was für eine Fratze. Zweitens, immer wenn Andrich, ob jetzt bei Union oder Leverkusen gegen uns spielt, entweder schießt er Tore, ja, der hat komischerweise auch immer, wenn er bei Union war, irgendwie ein Tor geschossen gegen uns. Und bei Leverkusen ist der immer in so einer Situation, wo du sagst, oh Junge, ja also, der ist immer motiviert. Ja. Ich kann diese, das Gesicht kann man dieses, nicht sehen, ne? Diese, pff, ich muss mich zurückhalten, diesen Menschen nicht ertragen. Ja. Es ist der hasst Hertha. Ja. Er ist ja gebürtiger Potsdamer, in der Hertha-Jugend groß geworden, also hat das Kicken auch bei Hertha mit gelernt, war dann kurz U23. In einer Profitruppe wurde er, glaube ich, gar nicht eingesetzt. Dann verliehen, zweite Liga. Dann Heidenheim, zweite Liga. Dann zur Union, Leverkusen. So. Naja. Also, aber es ist eigentlich ein Berliner. Und ich glaube, er wurde bei Hertha immer nicht ganz entdeckt. Und er hat so einen Brass gegen Hertha. Ja, man merkt richtig, wenn Andrich gegen Hertha spielt, dann ist immer... Ihr Idioten, ich zeig's euch. Ne? So hat er das wahrscheinlich in seinem Kopf verankert. So. Also ich musste das erwähnen, weil da war auch so ein Freistoßding. Da hat er sich theatralisch fallen gelassen und ich so, ja, Andrich, alles klar. Ich weiß ja Bescheid. Ja. Abhaken. Also immer, wenn ich Andrich sehe, mag vielleicht kein so schlechter Fußballer sein, aber uah, nicht mein Freund. Nein. So, gedauert. Zweite Halbzeit kontrollierte Leverkusen leider weiter auch das Spiel. Jo. Ja, da ging eigentlich auch gar nicht mehr viel.
Hertha aber nur am Verteidigen. Ja, ja und, Chancen gleich null. Ich glaube, hatten wir überhaupt einen Torschuss in der zweiten Halbzeit? Ich weiß es nicht. Vielleicht kam da so ein kleiner Halber zustande. Ich glaube, er ist mal über Tor geflogen, aber... Ja, war vielleicht aus Versehen irgendwie. Aber da war irgendwie nichts. Mir tat auch vorne Beldo viel leid. Ja, der hat auch geackert, ne? Aber ja, es wurde viel gewechselt, ja, aber es war, das Wechseln war auch umsonst, ja. Ja. Und dann tuckerte irgendwann Selke auf den Platz. Ja, auch nicht gebracht. Jovetic war auf der Reserve. Alle wussten nicht, was los aber ist. Aber ich glaube, gelesen zu haben, dass er noch nicht ganz 100% fit war wieder. Ja, ich habe auch so einen Verdacht, vielleicht ist es auch nicht so dieser Charaktertyp für Magath. Kann natürlich auch sein. Vielleicht mag er den aber nicht. Er sieht nicht den Biss vielleicht in ihm. Ja. Also, naja, Spekulation hin oder her, er hat nicht gespielt. Nee, hätte vielleicht gefehlt, aber oder hat gefehlt, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, dann ja, harmlos, bla bla. Fletcher hatte hin, wa? Dann hatten wir noch zum Schluss in der 90. Ja. eine gute Chance. Da war sie, genau, da eine Chance. Darida war leider eine Knielänge zu kurz irgendwie. Er hätte den vielleicht mit dem Knie über die Linie drücken können. Ging nicht. War nicht. Also da war der Drops gelutscht. Es ging ein bisschen in die Nachspielzeit, aber ja, aber im Nachhinein muss man sagen, Sieg in Ordnung. Leverkusen, ambitionierter Champions League-Teilnehmer. Ja, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Die switchern da oben. Es ist ein starker Gegner gewesen. Es war kein Selbstläufer. Man hatte natürlich durch das Hoffenspiel jetzt, Hoffenheim-Spiel gehofft. Ja, genau, dass es so weitergeht. Aber nein, wir wurden eines Besseren belehrt. Es ging wieder zurück. Leverkusen war einfach zu stark an dem Tag für uns. Ja. Und dann war es gut und 2-1. Früher hätten wir vielleicht 5-1 verloren, jetzt 2-1. Genau, es war gar nicht so eine riesengroße Klatsche. Ne? Nö. Wir haben einfach nur verloren. Deckel drauf, Union. Haken hinter, Box ab, rein, weg. Genau, und gegen Union geht es dann jetzt weiter. Und ich will nur sagen, Spieler des Tages aus Hertha-Sicht war für mich Lotka. Mhm. Der hat wirklich ein-, zweimal gut gehalten, ja, brilliert. Der ist wirklich auch gut drauf. Fand ich sehr gut. Und eben auch Darida, sag ich mal, der hat ein Tor geschossen. Jo. Ackert immer, hatte ein bisschen Pech, aber er war auf dem Feld für mich noch mit der Aktivposten. Na, von dem man auch was mitbekommen hat. Ja. So, ne? So von anderen hast du ja diesmal Askar Sieber, unser Pitbull, ist auch nur wieder rumgeschlendert. Der hatte keine Motivation oder keine Kraft. Ne? Also hier, Tosar war nicht ganz schlecht. Der hat auch mal aus der zweiten Reihe raufgedroschen, aber auch zu haben. Hat auch nichts gebracht. Gut, ja. Also Deckel drauf aufs Spiel. Genau. War. Jetzt steht ja das Derby vor der Tür. Und da haben wir ein Derby-Fun-Fact. Genau. Weil es hat nichts mit Union zu tun. Aber weil ja Derby-Wochenende ist, eben ein Derby-Fun-Fact, weil über Union gibt es nicht so viel zu berichten, dass man sagt, das ist funny. Vielleicht funny ist, dass wir sie schlagen. Ja. Oh, da lehne ich mich voll aus dem Fenster. Nein, aber deswegen heute einfach mal ein Derby-Fun-Fact. Genau. Und ich übergebe dir das Mikro. Ich habe mal gefunden, also Derby verbindet man ja fast immer in erster Linie mit Dortmund und Schalke. Ja. Ne? Viel, also es ist ja schon mal so, das ist aber so da, wo es so knistert. Da habe ich gefunden, passt auf. Der 6. September 1969 hat beim ehemaligen Schalker Spieler und Bundesliga-Trainer Friedel Rausch Spuren hinterlassen. In der Partie der beiden großen Konkurrenten des Ruhrgebiets waren gerade 37 Minuten gespielt. Hans Pürkner hatte Schalke 1-0 in Führung gebracht. Dann geschah sie. Die Szene. Die Szenerie begann. Die Szene, die auch nach dem Abpfiff in Erinnerung bleiben sollte. Nach dem Führungstreffer stürmten hunderte Schalke-Anhänger auf den Platz. Wundert mich nicht. Nee. Schalke halt. Ja. Die Ordner versuchen verzweifelt auch mit Einsatz von Wachhunden, passt auf, wieder Ordnung im Stadion-Innenraum herzustellen. Mhm. Allerdings hatten es einige der Hunde nicht auf die Platzstürmer abgesehen, sondern sahen in den blau gekleideten Schalker-Spielern die Unruhestifter. die unübersichtliche Szenerie nutzte Schäferhund Rex aus. Passt auf. Ein der kurzer Rex. Blick und schnapp. Der Hund grub seine Zähne in das Hinterteil von Rausch. Oh, voll in den Arsch gebissen. Voll in den Popo. Yippie, Ein zweiter Hund, da waren ja mehrere, hatte sich den Schalker Gerd Neuser als Opfer ausgewählt. Nein. Ja. Aber Moment mal, es wurden nur Schalker angegriffen. Nur Schalker. Das waren Dortmunder Wachhunde. Ja. Die waren auf blau-weiß getrimmt.
Oh, oh, oh. Geile Sache. Der Schreck und Schmerz waren groß. Mir wurde eine Tetanusspritze verpasst. Ich konnte 2 Nächte nur auf dem Bauch schlafen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Narbe am Po kann man wohl heute noch sehen. Oh je. Ein Andenken für immer, sagt Rausch. Viel schlimmer war, dass er in den Jahren danach erleben musste, die Popularität, die Rausch durch den Hundebiss erfuhr, war riesengroß. Oh. Ja, also nicht durch spielerische Stärke, sondern eher da, der deswegen. Ja. Überall, wo er in der Straße herkam, sprachen ihn die Leute mit Wow Wow an. Immer so. Geil. Geil. Ja. Rausch hatte damals nach der Hundeattacke noch weitergespielt. Ne? Ja. Schön, Tetanusspritze, zack, bumm und weiter. Neuser allerdings schied dagegen in der 76. Minute mit Lähmungserscheinungen im Bein aus. Vielleicht hatte der Hund damals schon Corona. Nee, der hatte Tollwut. Aber wahrscheinlich hat er irgendwas. Der hatte Mundgeruch, weil er übelst gefressen hatte und es ging voll ins Blut über. Nee, aber krass. Ja, ist schon krass, ne? Auf jeden Fall beide BVB, beide. Genau, erhielten 500 Mark Schmerzensgeld. Oh, viel Geld. Blumenstrauß. Da kannst du ja was kaufen von. Kannst du ja vorstellen. Und Blumenstrauß, ey, das war früher so ein Ding. Ich glaube, da haben auch Männer Blumen gekriegt, ey. Oh, weia, ey. 500 Mark. Ich meine, es war damals 1969, aber die Spieler werden auch schon gut verdient haben, oder? War vielleicht wie 5.000 Euro heute oder so. Naja, krasse Nummer. Ja. Ich glaube, danach hatten die Hunde, hast du gesagt, auch Maulkörbe. Danach wurden dann Maulkörbe eingesetzt, genau. Und die Partie ging übrigens 1-1 aus. Nur noch mal am Rand. Ja, Randnotiz. Randnotiz. Die armen Spieler. Ey. Aber ich sag mal, Dortmund trainierte die Hunde krass, ja. Ja. Das war also einfach. Die hat so wahrscheinlich immer im Training so eine Schalker-Puppe. Da haben sie mal so ein Trikot angezogen und beiß, beiß! Oh Gott, ey. Naja. Ein ganz schönes Leckerli. Aber cool. Ja. Also sehr funny für uns, aber funny für die beiden damals. Aber auf jeden Fall ein guter Derby. Ja, geil. Ne? So Derby, gerade mit Derby-Teil, Dortmund ein typisches Derby-Teil. Ja. Ja, so da brennt ja immer die Luft, ey. Ob St. Pauli gegen HSV oder so, ja. Oder jetzt Union Hertha oder so. Da geht immer was, ey. Gut. Ja, war cool. Okay, jetzt hatten wir heute haben wir ja was ganz Spezielles, ja. Weil wir haben uns überlegt, wir müssen im letzten Derby der Saison auch was präsentieren, ja. Also wir müssen hier auch mal was... Das ist ja das ultimative Derby, weil wir sind ja, soweit ich weiß, auch fast ausverkauft, ne? Ja. Also es brodelt ja denn es ist, da drin. Genau, das genau. Das ist richtig geil. Wir haben ja auch sofort unsere Tickets und genau, Stadion wird ausverkauft sein nach der ganzen Corona-Kacke. Endlich mal wieder volle Hütte. Das ist natürlich absolut abzufeiern. Und wir dachten auch, das feiern wir hier mit und machen ein kleines Gewinnspiel. Jo. Nämlich. Passt auf. Da. Moment. Bommelwirbel. Hier, halt mal. Wir machen das so. Jeder, der Bock hat, kann mitmachen. Kann mitmachen. Genau, denn man muss einfach bei uns im YouTube-Kanal abonnieren und dort drunter bei YouTube das Ergebnis in die Kommentarliste eintragen. Genau. Also das exakte, was er für das Ergebnis hält. Und wenn dieses Ergebnis dann auch wirklich stattfindet, beziehungsweise so ausgeht das Spiel, dann erhält man eine Derby-Tasse. Eine Derby-Pott-Tasse. Das Ganze ist mal ein bisschen näher ran. Für die ersten 10, die richtig liegen. Cool. Ja? Genau, die ersten 10. Die ersten 10, die richtig liegen, kriegen dann quasi eine Derby-Pott-Tasse. Die wir einfach mal so genannt haben, weil wir dachten, das ist ein cooles Ding. Geil. Und ich finde, die ist auch gut gelungen. Ja, die sieht richtig fetzig aus. Auch eine geile Erinnerung. Ja. Ja. Und hat vor allem nicht jeder. Nö. Nur wir, bis jetzt. Und dann vielleicht 10 ihr. 10 von euch. Ja. Genau, aber ganz wichtig, wie gesagt, ich wiederhole mich noch einmal. Bei uns im YouTube-Kanal abonnieren und bei YouTube dort in die Kommentare euer Ergebnis, was ihr denkt, eintragen. Und wenn das dann wirklich auch so ausgeht, dann erhaltet ihr die ersten 10 so einen geilen Pott. Ein Derby-Pott. Derby-Pott für euren Kaffee, für euren Tee, alles. Ja. Hm? Ja, okay, das ist doch geil. Unser Ding. Ja, bin ich mal gespannt. Aber das ist jetzt meine. Ja, ich habe ja meine. Ich habe mir auch jetzt eine gesichert.
Brosti. Genau. Ja, lecker. Also. Genau. Das wird so stattfinden. Ja, jetzt sind wir eigentlich nur noch heiß aufs Spiel. Mhm. Ja. Du kannst kaum erwarten, ne? Ja. Lass die Woche schnell rumgehen. Boah. Ja, vor allem lasst einfach mal alle, die dahin gehen, auch die Atmosphäre mal so aufsaugen. Ja. Ja, wir haben so lange verzichten müssen und das ist auch so tragisch und die Welt steht momentan eh auf dem Kopf. Deswegen, genau. Also es ist auch Zeit, dass mal wieder was richtig Geiles, Positives passiert, auch für Hertha eben. Ja. Und natürlich wäre ein Sieg vom Allerfeinsten. Optimal, das wäre so mega. Ja. Ja. Und deswegen sind wir alle im Stadion. Ich hoffe, es wird weitestgehend blau-weiß sein. Ja, nicht, dass so viel Rot da ist. So, da war ja im Vorfeld so blablabla, ja. Aber darüber reden wir nicht, weil wir haben ja nur Bock aufs Spiel. Genau. Hauptsache, die Hütte ist voll. Und es wird ja auch 18:30 das Flutlicht. Ja. Ist jetzt zwar Sommerzeit, ja, aber ja, ist eine Stunde länger. Ich denke mal, da wird ein bisschen Flutlicht mit bei sein. Und ja. Es wird geil, ich freue mich. Ich auch, riesig. Ja. Es wird ein Hexenkessel werden und es wird ein richtig geiles Spiel, ich weiß es. Ich werde von Arbeit auf dahin sprinten. Ja. Ja. Du wirst dahin düsen. Es wird knapp, aber ich schaff's. Jawohl. Gut. Ja. Dann Schlusswort, das Spiel danach. Genauso wichtig, jetzt kommen eh nur wichtige Spiele. Ja. Da sind wir am 16.04. Samstag 15:30 in Augsburg. Bad Pupenkiste. In der Pupenkiste State. Station. City. Und hoffen dann auf die nächsten Punkte. Ja. Denn jetzt wird es ernst. Ja, jetzt haben wir dann knapp. Richtig die Harten vor der Brust. Leverkusen war nochmal ein Spiel, wo man sagen kann, ja, okay. Ja. Und aber jetzt muss Augsburg... Jetzt dann kommen die Gegner, wo wir wirklich müssen. Ja, ne? Wir haben ja die alle unten noch. Bielefeld, Stuttgart, ja. Blabla, Mainz, dann Dortmund. Wir müssen da richtig ran und dann bleiben wir auch in der Liga. Gucken, was der Magath so zaumern kann. Genau. Und okay, Freunde. Schottischer Freund. Ach so, ja. Der gute. Fotheringham. 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 Wenn einer das nicht genau weiß, sagt er einfach Fotheringham. Fotheringham. Wer? Fotheringham. Oh Gott. Mann, wir sind gaga. Okay. Dann, Leute, wir sehen uns dann nach Union. Genau. Aber erstmal sehen hoffentlich wir uns mit einem Grinsen. Im Stadion. Ja, ja, genau. Im Stadion sehen wenn wir uns. Wenn ihr uns seht, einfach winken. Und vielleicht haben dann 10 von euch auch einen Pott. Genau. Ja. Was tippen wir denn eigentlich? Oh. Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch mal gucken, ob ich irgendwas träume. Ich habe gegen Hoffenheim habe ich auch geträumt vorher, dass wir Tore schießen. Ja. 2 Stück. Habe ich dir erzählt. Ja, stimmt. Wurden dann mehr, 3, aber ich habe es wirklich geträumt. Also wir müssen vorher nochmal träumen, aber natürlich gewinnen wir. Ach klar, locker. Ja, locker. Hallo. Hallo. Okay, in diesem Sinne, bleibt sportlich. Bleibt gesund. Bis denne. Tschüss.